man zusammenzocken kann, keine Ahnung, kein Plan. Also ich weiß, dass es für einen PC gibt. Echt, tatsächlich? Okay, da vielleicht ist das ja drin. So. Hast du aus Versehen etwa mal den Lügenkopf Alkohol zu trinken gegeben? Das war keine Absicht. Ich spiele ihn aber nochmal. Ich bin irgendwie im Moment drauf eingeeicht, ich spiele mit dem Verrückten hier. So, Gegenstände automatisch kaufen, mache ich mal an. Hier steht wieder Tank fehlt, aber ich weiß auch immer nicht, ob ich für einen Tank überhaupt gemacht wäre. Ich habe bei Arena auf Valo da auch immer meine Probleme. Ne? Ich krieg das nicht so richtig hin. So, dann testen wir mal das Mikrofon. 1, 2, 3, passt. Also den Tank, den ich hatte, der war, ja, nicht für mich gemacht. Ich vermute, wenn man ein richtig gutes Team hat und wenn wir jetzt quasi noch ein paar, wenn wir jetzt in die nächste höhere Ligen kommen, dann werden wir auch auf Gegner treffen, die wissen schon, was sie tun. Und das ist nicht so wie wir aktuell, ne? Und dann ist es schon so, wenn man da in einer Party ist mit 5 Leuten und man sich abspricht, wer welchen spielt und so weiter, na dann wird das schon interessant. Also wenn wir dann in die E-Sport-Liga kommen. So, hast du Minecraft auch, also kein PE, sondern das andere. Wenn ja, können wir mal eine Runde Multiplayer-Welt machen. Ich habe tatsächlich auch das richtige Minecraft, aber ich spiele auf dem Rechner nichts mehr. Deswegen spiele ich es nicht. Ich habe das halt nicht auf dem Rechner. Davo, kriegst du das noch nebenbei mit? Du guckst den Stream gerade nebenbei an, nicht? Ich gucke den Stream nebenbei an, ja. Ist da meine Stimme, wiederholen sich da manchmal so Stellen? Ruckelt die oder irgendwie? Achso, das muss ich noch kurz schauen. Kleinen Moment, weil ich bin nicht mehr. Bin in der Party. Also ja, das okay. So ja, ist auch okay, ist ja nicht so schlimm. Die klingt ein bisschen kratzig, ne? Was ist das für eine Karte? Geht eigentlich im Großen und Ganzen. Okay, die Karte ist mir neu, die kenne ich also noch nicht. Der redet auch auf Englisch hier, der Kommentator, aber da kann man sich, wie gesagt, den Deutschen kaufen. Kostet 25.000 Gold in dem Spiel. Aber würde ich raushauen dafür oder eben was anderes. Mal gucken. Du kannst für Gold auch deinen Charakter leveln. Na, dann lohnt sich das natürlich auch, den Mode schon mal. Oh, pass auf, hinter uns kommen die Gegner. Hä? Die Säcke greifen von hinten an. Ei, so eine Eevee hat mich da erstmal platt gemacht. Wieso kamen die jetzt von hinten? Wo kamen denn die her? Da. Okay, Abaddon ist erstmal platt. Da kommt der nächste. Die dürfen wir nicht runterfallen wahrscheinlich, Opa. Oh, was für ein Tank, Junge. Hammer. Brazen ist platt. Okay, Inner schießt von rechts. Muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Habt ihr den denn rechts? Ja, ne? Pass auf, es kommt einer von links. Mist, hat mich erwischt. Schaden ausgeteilt. Also das mit dem Echo bei deiner Aufnahme war meine Schuld, sorry. Da war der Fernseher. Ach, das ist doch nicht so schlimm. So professionell machen wir das doch hier nicht, dass wir da irgendwie deswegen... Passt schon. Ich hab schon Lebenspunkte verloren, aber ich weiß gar nicht, wo, bei wem. Warum? Wenn man also aus dem Kampf kurz ein bisschen zurücktritt, dann heilt man sich. Oh. Jetzt wollte ich den gerade mit Dreieckplug machen, aber da habe ich natürlich nicht drauf geachtet, dass das noch gar nicht fertig ist. Ich sammle mir mal schnell das Lebensding hier ein. Wir führen 14 zu 9. Ich weiß gar nicht, wie wir das schon wieder gemacht haben. Da haben die ein klasse Team, haben mich von hinten gerusht am Anfang und kriegen sich ja nicht unter Kontrolle, wa? Die spielen nicht als Team. Mensch, Fußball ist ein Mannschaftssport. Das gilt hier auch. Mist, ich komm nicht weg. Ich hab an der Wand gegangen. Schade, herzlich willkommen im Livestream. Ladeschule ist auch da, habe ich gerade gesehen. Was, meine Stimme ruckelt mit... Achso, Manuel schreibt. Okay, Stimme ruckelt nicht. Ist cool, dass mal Leute dabei sind, die richtig zuschauen auch wirklich tatsächlich. Nein! Wütend fünfmal! Ist runtergesprungen? Wütend fünfmal! Okay, ich hab Castle, ja, scheinbar, weil ich 15 Gegner gekillt.
Hast du auch einen Damage-Dealer oder hast du den Tank jetzt? Du hast einen Damage-Dealer, auch einen Drachen, ne? Ich hab den Drachen, ja, weil ich den das letzte Mal hatte und mit dem besser klarkomme. Ja, das ist ein Damage-Dealer. Ach Mist, jetzt bin ich reingerannt ins Feuer. Das ist eigentlich ist es ziemlich cool, wenn man hier ein bisschen, wenn man sich ein bisschen kennenlernt und so ein bisschen zusammen daddelt und sich da als Team richtig einspielt und die Karten noch alle kennt irgendwann, dann hat das irgendwie einen gewissen Reiz, ne? Es ist nicht so groß wie bei Fortnite, du brauchst nicht eine Stunde für eine Runde. Mordserie. Du bist ja der Hammer. Wow. Nein! Brauchst du Hilfe? Runtergefallen, da hilft nichts mehr. Der Tank ist mir hinterher gerannt, der Depp hat gedacht, er kriegt mich. Ja, aber mir ist er entgegengekommen. Naja, mir auch gerade. An mir ist was vorbeigesprungen. Ich hab's geschafft, dem auszuweichen. Jetzt aber, pass mal auf. Jetzt ist es so ein ärgerlich. Der Tank, da muss man ein bisschen. Oh, der. Wir haben schon gewonnen. Na, was ist da los? Okay, also ja, das gibt's für den PC, sehe ich ja gerade. Ladeschuh, das schreibt ein trauriges Smiley. Warum, weiß ich nicht. Könnte mitmachen, aber Fernseher ist kaputt. Ach so, schade. Der Fernseher ist kaputt. Da ist der Man of the Match, okay. Das sieht aus wie ein Monk oder sowas. Ist das ein Mönch, was der spielt? Guck mal, der macht. Und der hat Waffen? Alles klar. War einer von uns? Sieht aus, er hat einen nice Charakter. Gefällt mir gut, was er da hat, ne? Kann man auch mal probieren. Ah, Ladeschuh ist der Fernseher kaputt. Ist natürlich ärgerlich, aber nicht so schlimm. Beim nächsten Mal kannst du mit dabei sein. Oder musst du ja zu Weihnachten einen neuen Fernseher kaufen. Den Mutti nicht wieder kaputt macht. Genau. Oder ich verlos mal irgendwann den Fernseher. Das könnte eigentlich Kronk mal so langsam machen, wa? Der, in seiner Größe könnte der auch einfach mal einen Fernseher verlosen in der Community. Achso, okay. Jetzt habe ich aus Versehen die Warteschlange wieder verlassen. Wie kann man denn, warte mal, du hast gesagt, man kann ja mit dem Geld auch seinen Charakter verbessern, ne? Ja. Das guck ich mir gleich nach dem nächsten Kampf mal an. Na, wenn man immer einen hat, wo man weiß, wie es funktioniert, ne, dann kommt man durch damit. Aber vielleicht schauen wir uns auch nachher nochmal einen anderen Charakter an, dann wollen wir mal gucken, was noch so geht. Hühnchen-HD. Tank fehlt, aber wir brauchen noch keine Tanks, glaube ich. Tank wenig, aber Unterstützer sind, glaube ich, nicht verkehrt. Du meinst, weil die heilen, ne? Ich weiß nicht, was die machen. Ob die nur heilen oder auch irgendwie einen Support geben im Angriff und Defensive. Fertigkeit ansehen, okay. Dann müssen wir mal gucken. Vielleicht versuche ich nachher mal einen Unterstützer. Flächenschaden. Wirke einen Arkanzauber, der einen einzelnen Gegner in ein Leckerli verwandelt. Berührst du das verwandelte Opfer, wird es getötet und kann nicht durch Fertigkeiten wieder zum Leben erweckt werden. Ja, aber ich treffe immer nicht in letzter Zeit. So, ansonsten mache ich immer Speien und Spucken. Das sind beides so die normalen Angriffe. Die magische Barriere, die könnte ich natürlich auch mal wieder nutzen. Das habe ich noch gar nicht versucht. Warum dauert denn das so lange hier immer? Verstehe ich gar nicht. Wir spielen gleich am Abgrund, wa? Ja, das gleiche wie eben. Und da stand unten 18 Freunde online gerade bei mir. Ich weiß aber nicht, welche Freunde, ob die in dem Spiel online sind oder... Nein. Es ist, wer mit der PS4 online ist. Okay. Guck mal, wir sind die beiden Stärksten in unserer Gruppe, ne? Level 3 und Level 4. 15 seconds remaining. 10. 9, 8, Fressattacke. Ich nehme Fressattacke. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, drücke Kreis, um Gegenstände zu kaufen. Ah, ach, guck an. So, von wo kommen die jetzt? Unser Geld investieren. Mal gucken. Vorhin kamen die von hier rechts. Ich bleib mal hier stehen. Die kommen wieder von rechts. Ja, ja. Aber es sind ja genauso Noobs, die rennen einfach mitten rein ins Feuer. Guck dir das mal an. Oh, haben die für einen Supertank hier? Der ist schon mal ein platter Tank. Fragen kommen später. Und tschüss. Alter, was kriegst du hier für Trophäen, sag mal? Ich hab auch. Ja, genau, Trophäe. Fragen kommen später. Das habe ich auch gerade bekommen. Siehst du?
Hast du auch das Gefühl, dass wir hier nur gegen völlige Noobs spielen? Der Man kommt sich ja mal richtig gut vor in dem Spiel. Oh. Hey, Obi, komm, ich weiß auch nicht, was, das läuft zu glatt. 13 zu 1 führen wir. Ja, ich sag ja, das läuft irgendwie zu glatt. Hier stimmt doch was nicht. Ha, ich bin ja so weggesprungen vom Tanki. Tanki Man. Guck dir das mal an, 15-3. Von hinten greift er an. 5 in a row stand gerade. Oh, kommt er wieder von hinten. Der nächste. Kommen die vor allem auch einzeln? Was sind das denn für Noobs, Mann? Ich will mal richtige Gegner haben. Ja, und wenn wir dann richtige Gegner haben, willst du nicht mehr haben, gibst du. Genau, genau. Dann spielen wir einfach wieder Fortnite. Wenn ich eine richtige Herausforderung brauche, dann spielen wir wieder Fortnite. Unaufhaltbar mal 7 habe ich jetzt. Ich gehe aber trotzdem nicht. Ich gehe trotzdem nicht auf Risiko. Ich bleibe hier hinten. Versteckt mich trotzdem hinter euch. Oh, stand ein Gegner vor mir plötzlich. So, jetzt nehmen wir mal ein Leckerli, was auf. Hat's geklappt? Der hat nicht geklappt. Mann, ey. Wieder kein Keks. 15er Schräne habe ich. 16. Ich hab eine 9er gerade. Achso, eine 9er. Dann wirst du ja Man of the Match werden jetzt in dieser Runde, hä? Ich weiß nicht, auf was sich diese Strähne bezieht. Dass du hast halt, ohne zu sterben, hast du hier jetzt ohne Ende Kills gemacht. Ja, 19 habe ich jetzt. Das ist unglaublich. Wir haben 27. Das sind du und ich die Einzigen, die Kills machen hier. Rennst du gerade vor? Bist du gerade vorgegangen? Nee, ne? Ich bin hinter dir. Unser Mitspieler ist doch so doof. Da rennt er da mitten rein und denkt wahrscheinlich jetzt, alleine rockt er das. Na doch mal. Naja, wir sind halt hier nur mit Level 0 und 1 Gegnern und Spielern beschäftigt. Ne? Wir sind da noch ein bisschen zu. Ja, die Charaktere sind Level 1 oder 0. Achso, da hast du recht, ja, das stimmt. Ja klar, stimmt, weil er seinen eigenen Charakter hochlevelt. Ja, du hast recht. Und unsere Charaktere, weil ich immer den gleichen spiele, ist der schon etwas besser jetzt. Da hast du natürlich recht. Ja, spätestens dann, wenn wir mal auf eine Gruppe treffen, wo ein anderer mit Mochi spielen will, muss ich mir ja auch einen anderen Charakter raussuchen, ne? Ja. Und dann wird's ja auch ein bisschen anders. Gott, gleich mal 13. Ich bin gefangen. Gewonnen! Die Unterstützer haben Heilfähigkeiten, sehe ich gerade. Du kannst Dave. Du hast tatsächlich, guck mal hier, du bist hier der Man of the Match. Oh, jetzt gucken wir uns mal an, wen du hier zuletzt gekillt hast. Oder zuerst, oder wann auch immer. Das du? Bist das du hier? Ja. Hast, der Drache bin ich. Raketenwerfer? Jetpack. Das ist ja cool. Interessant. Also, es steht hier, Dave. Kannst du auch mal Handyspiele auf YouTube hochladen? Wer ist denn Dave? Ist Dave bei uns hier drin gerade? Nö. Die Schützen haben Heilfähigkeiten. Bis Level 5 sind das Bots. Ach, wir kämpfen nur gegen Bots? Bis Level 5. Jetzt ist es mir klar. Okay. Okay. Jetzt will ich mal kurz gucken. Shop. Gegenstände. Skins, Waffen, Emotes. MVP, Posen. Waffen. Jetzt müssen wir natürlich wissen, welche Waffe benutze ich denn? Was hat das jetzt eigentlich für, was hat das für einen Sinn? Shop. Das ist aber alles nicht für Gold. Nee, das ist alles nicht für Gold? Oh. Aha. Alles Thronen, glaube ich. Dann wollen wir mal gucken, was bei Truhen ist. Gibt's da für Gold Truhen? Nö, ne? Was ist denn da kaufen? Ach, 75 Kristalle. Wie viele Kristalle habe ich denn?
Kristalle kaufen. Null. Kristalle kann ich kaufen für Dreieck. Aber mit echtem Shop? Geld. Ja? Wenn du auf Empfohlen auf dem Reiter bist. Ja. Dann steht unten tägliche Belohnungsbonus. Ja, das stimmt. Und da kann ich jetzt einfordern. Achso, kann ich nicht einfordern. Wie geht das einfordern? Ja, mit Viereck, alles klar. Haben wir Gold erhalten. Okay, verstehe ich, deswegen das. Dunkler Lord. Aber hier kann man ja mit Gold ja nichts kaufen. Nicht wirklich was Sinnvolles, sagen wir es mal so. Jetzt haben wir hier Skins, MVP, Pursen, Pakete. Du kannst Kommentatoren dafür kaufen. Ich sage, dann kannst du jetzt einen deutschen Kommentator kaufen, wa? Was ist bei Reittiere? Ist auch alles für Kristalle hier. Nach Champion filtern ist R2. Wenn ich jetzt hier ich filtere nach Moji. Wollen wir mal gucken. Zack. Was kann ich also für Moji kaufen? Mein Problem ist, dass ich nicht mehr zurückkomme. Ach so, hier. Für Moji. Ich kann für Moji eine Waffe. Pflaumengefährte gibt's da noch. Ja, aber den kann ich nicht kaufen. Fruchtjägerschlund. Ach, du musst den Champion erst freischalten. Du musst vorher den Champion kaufen. Wo kaufe ich den? Das weiß ich nicht, aber ich habe hier 200 Kristalle oder 40.000. Ich kaufe jetzt für 40.000, kaufe ich mir jetzt Pflaume und als Skin und den Gefährte. Also das probieren wir einfach mal. Hab ich. Loslassen. Jawohl. Ich habe mir jetzt einen Mochi-Skin Pflaume gekauft und dazu die Pflaumengefährten. Also ich habe das folgendermaßen gemacht. Ich bin bei Waffen reingegangen. Ne? Also ich bin Filter Mochi habe ich gemacht. Bin bei Waffen reingegangen. So. Da kam die Waffe und dann habe ich die angeklickt. Und dann stand da, um die Waffe zu kaufen, müssen sie erst den Charakter kaufen. Und da habe ich einfach unten auf Viereck gedrückt. Da steht Freischalten bei Viereck. Ja. Und dann habe ich das jetzt alles mit einem Mal gekauft.